Freunde Walter und Toni Eichhorn. Nicht mehr mit ihren alten AT6. Wir haben die Flugzeuge gewechselt. Jetzt auf extra 330. Kommen jetzt gerade aus Elz und werden jetzt erstmal landen, denn auch für die gilt, bevor sie ihr Programm fliegen dürfen, müssen sie gebrieft werden, müssen zum Briefing, müssen also auf Drone-Line hoch, wenn unser Flugbetriebsleiter hier eingewiesen werden, was es an Besonderheiten gibt bei diesem Flugzeugtest heute. Wir haben ja alleine schon durch die EU einige geänderte Verfahren. Das muss den Piloten mitgeteilt werden beim sogenannten Briefing. Deswegen, wenn die kommen, immer erst einmal landen, Briefing unterschreiben, Formulare, Formulare, von der Wiege bis zur Ware. Und wenn die dann alles schön unterschrieben haben, dann dürfen die nachher auch fliegen. Ich nehme an, dass sie erstmal noch Kaffee trinken wollen. Ich weiß, dass der Walter ziemlich auf die Donauwellen steht, die eine von unseren Damen hier macht. Und ich weiß auch, dass die Donauwellen nicht mehr so gut sind. Die kriegen die Zeit. Ja, ausgegangen. So, da sind sie, unsere beiden. Jetzt mit extra 330. Ein Flugzeug, das speziell für den Kunstflug entwickelt worden ist, doppelsitzig, wird in Dienstag und Walter Eichhorn, Freunde, Jungs, Vereinzelte. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre hier bei uns immer wieder gern gesehen. Ich weiß, dass Sie die beiden auch besonders gern sehen. Denn ich werde so oft gefragt, wann kommt Walter und Toni. Deswegen jetzt schon vorbereitet sein, wenn der Toni gleich nach der Höhe kommt. Und dann also von links kommen ins Start. Dann geht es los. Wir freuen uns jetzt wieder auf Toni Eichhorn, unsere neue Extra 330. Thank you.
Die beiden starten auch im Verband, beide gleichzeitig. Von links vom Baum aus kommen jetzt aber die Der vorne, der fliegt und der hinten nimmt sich zwei Punkte am vorderen Flugzeug und hält sich immer übereinander und guckt sonst nirgendwo hin. Der vordere von Baum fliegen würde, fliegt der hinten drauf. Der verlässt sich voll und ganz auf den Vordermann. Nur so geht das. Tja, wir kennen ja unsere Eichhörner, Alto und Toni. Der nächste nennt eine gute Vorführung. Und jetzt lassen sie sich begeistern von Toni und Walter Eichhorn. Passen wir auf, wie schnell das bei denen geht, dass die wieder in der Formation sind. Der hintere muss ja jetzt erstmal schneller fliegen. Und jetzt muss er langsam werden, jetzt muss er rankommen. Und zack, steht. Das ist fliegerisches Können, das ist Präzision. Da sind da zwei super genau. Die beiden. Lass den Pimon in der Wunderschön, gleichmäßig bunt, oh, exakt die Formation dabei gefunden.
die Fassrolle. Papa, ich habe meine Maus im Maus. Super. Kann das nicht mehr. Mama, ich bin so gut. Ah, die machen das schon wirklich ganz, ganz großartig. Toni und weiter. Eichhorn. Jetzt weiß man gar nicht, wo ich gucken soll, was du denkst. Aber guck jetzt nicht mit, dann kommen sie gleich wieder zusammen. Und da zeigt sich die siegerische Präzision, denn der Loop, den die zwischendurch geflogen haben, musste so sein, dass sie ja anschließend wieder genau an der gleichen Stelle sich treffen. Also die hatten sich ja hier genau über den Platz getrennt und an genau der gleichen Stelle haben sie sich wieder getroffen. Erstklassige Fliegerei. Und schon wieder aufgeschlossen zum Verband. Und gerade das Aufschließen in den Verband ist mit der extra 330 viel schwieriger als mit der großen AT6 Flieger. Wenn man bei der AT6 Gas rausgenommen hat, blieb der Flugzeug in der Luft stehen sozusagen. Bei den Flugzeugen, die sind aerodynamisch so hochwertig, die fliegen dann weiter, wenn man Gas rausnimmt. Also das ist wesentlich schwieriger mit einem leichten Flugzeug, so einen tollen Kunstflug vorbei zu fliegen. Also, so, jetzt kommen die beiden hier vorbei zum tiefen Überflug. Dabei können wir den Winkel, die werden nämlich nicht wieder landen. Die fliegen dann gleich nach Elz. Elz ist ja ihr Heimatflughafenplatz. Und dort ist heute auch eine solche Veranstaltung. Deswegen gehen die gleich zurück. Wir winken denen und sagen Tschüss und vielen Dank. Schön, dass ihr hier wart. Das war die Präsentation. Wunderschöner Kunstflug, Toni und Walter Eichhorn.